Staus, Parkplatzprobleme, Spritverbrauch. In der heutigen Zeit möchte ein jeder Autohersteller seine Autos so umweltfreundlich wie möglich machen. Jedoch wird dies durch die Größe der Fahrzeuge immer unmöglicher. Die Lösung für dieses Problem liegt jedoch nicht in der Zukunft, sondern in der Vergangenheit. Ich bin Jochen Binder und ich bin auf der Suche nach dem perfekten Auto. Das ist ein Kokomobil T250 von 1965, damals der Gegner zum Mini Cooper oder dem Fiat 500. Im Gegensatz zu seinen größeren Konkurrenten, sowohl begrifflich als auch wörtlich, wurde der Kleinwagen nur 285.000 Mal verkauft. Das ist für eine Firma, die vorher nur Motorroller hergestellt hat, ziemlich gut. Geholfen beim Erfolg hat auch sein Aussehen. Mit seinen kleinen Glubschaugen, den chromfarbenen Wimpern und den runden Formen sah das Auto sowohl aus wie ein Fashionmodel als auch ein fetter Hamster. Er hat auch ungefähr dieselbe Performance wie ein fetter Hamster. Unter der Haube, was man nicht erwarten würde, die ist nämlich hinten, befindet sich ein beeindruckender 250 Kubik Zweizylinder Zweitakter mit 13,6 PS. 0 auf 100? Nicht möglich. Der Topspeed dieses Autos ist ganze 72 km/h. Das Auto war so langsam, dass es, als es 1955 auf den Markt kam, gar nicht als Automobil, sondern als Vierradroller zugelassen wurde und er konnte sogar mit einem einfachen Traktorführerschein gefahren werden. Etwas erstaunlich, da selbst bei diesen niedrigen Geschwindigkeiten Unfälle katastrophale Folgen haben können. Kein Wunder, wenn deine Füße die Crashzone sind. Und mit dem Motor hinten drin ist dein einziger Kofferraum auf deinen Beinen. Nicht, dass du selbst dafür genug Platz hast. In diesem Auto sollen 4 erwachsene Menschen Platz haben. Also probieren wir das mal aus. Vielleicht sollen hier drin für 4 erwachsene Menschen tatsächlich Platz sein. Jedoch ist es selbst für einen Kerl mit 1,87 Meter relativ schwer, sich hier drin zurechtzufinden. Ich krieg meine Füße kaum an die Pedale. Und mein Knie behindert mich beim Schalten des Autos. Fahren in diesem Auto ist auch nicht so leicht. Das Getriebe ist sehr interessant. Normalerweise wäre der erste Gang vorne links, was er bei diesem Auto auch ist. Der zweite ist jedoch nicht links unten, sondern rechts vorne. Der dritte ist hier, der vierte ist hier und der Rückwärtsgang ist hier. Das heißt, das ganze Getriebe ist um 90 Grad gedreht und dann invertiert und es ist einfach nur seltsam. Also probieren wir das mal zu fahren. Danke, dass ich das Auto fahren darf. Zumindest probieren darf. Probieren wir es, los geht's. Von dem Geräusch vielleicht hören kann, gibt es nicht sehr viel Dämmmaterial in diesem Auto. Es ist allgemein relativ eng, aber so war das damals halt. Das Auto hat damals nur 3600 D-Mark gekostet. Dafür hat man ein Auto gekriegt, mit dem man vielleicht im zweiten Gang über die Alpen fahren konnte. Die einzige Ausstattung, die man bekommen hat, deine Geschwindigkeitsanzeige und das war's auch. Ansonsten gibt es keine Spielereien. Aber aus irgendeinem Grund muss man einfach lächeln, wenn man dieses Auto fährt. Und ich glaube, andere Personen müssen auch lachen, wenn sie dieses Auto sehen. Es ist einfach so süß. Und ich glaube, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht wieso, ich bevorzuge dieses Auto. Seinen Konkurrenten von Fiat und Mini. Die sind so normal. Man sieht sie überall. Wann habt ihr das letzte Mal einen Gogo gesehen? Obwohl ich noch nicht so viele Autos selber fahren dürfte, ist sofort klar, dass das Gogomobil einer der individuellsten Autos sein wird, die ich in nächster Zeit fahren werde. Bei diesem Auto geht es nicht um Geschwindigkeit, sondern um die Gesichter der Leute, die man zum Glück sehr lange sehen wird. Aber wie schneidet das Gogomobil in unseren Kategorien ab? Nun gehen wir sie mal durch. Aussehen.
Ich persönlich finde, das Gogomobil ist ein sehr lustig aussehendes Auto. Es hat nicht viele Features, aber die Features, die es hat, macht es zu einem sehr gut aussehenden Auto. Meine Mutter hat das Auto ein besoffenes Spiegelei genannt. Deswegen würde ich persönlich dem Gogomobil eine 7 von 10 geben. Performance. Nun, ich glaube, es ist relativ eindeutig, dass das Gogomobil nicht so gut abschneiden wird in dieser Kategorie. Mit seiner nicht existierenden 0 auf 100 Zeit und seinem Topspeed von 72. Deswegen hat das Gogo leider nur einen aus 10 Punkten. Kurvenverhalten. Überraschend gut in diesem Auto. Ich meine, man ist wahrscheinlich nie schnell genug, um wirklich an die Grenzen in einer Kurve heranzukommen. Aber allgemein ist es in der Kurve ein relativ sportliches Auto. Allerdings muss ich dem Auto wahrscheinlich nur eine 4 von 10 geben, da ich es nicht 100% sagen kann. Im Fahrkomfort hat das Gogomobil leider auch nicht so viele Punkte. Da es sehr klein ist und es relativ schwierig ist, für einen großen Menschen einzusteigen, muss ich dem Auto leider nur eine 3 von 10 geben. Aber für so ein kleines Auto ist das schon respektabel. Hi, also ich habe wie so ein großer Dumm-Dumm eine Kategorie vergessen. In der Innenraumkategorie bekommt das Auto 2 Punkte, weil es nach alten Standards als günstiges Familienauto gebaut wurde, also mit minimalen Instrumenten und Spielereien. Alles ist minimalistisch und günstig gebaut, aber die Sitze sind bequemer als gedacht und alles ist schön sauber. Zur Passion, nun. Ich glaube, es gibt kein Auto, in dem ich durchgehend mehr gelächelt habe wie im Gogomobil. Es ist langsam, aber es ist extrem lustig, weil man so eng zusammen ist. Man sieht das Lächeln im eigenen Gesicht und in den Gesichtern von anderen Leuten. Deswegen hat das Gogomobil in Passion eine 9 von 10. Wie gut ist das Auto im Alltag? Nun, in der Alltagstauglichkeit einerseits, es ist so klein, dass man nichts transportieren kann, außer vielleicht 4 Personen und einen kleinen Minikoffer. Andererseits ist das Auto durch seine kleine Größe auch sehr leicht zu parken. Durch das Getriebe ist es jedoch auch schwierig zu fahren. Deswegen 4 von 10. In der Klassiker-Kategorie wird das Auto auch super abschneiden, denn es ist schon ein Klassiker und ein jeder freut sich, wenn er es sieht. Deswegen 10 von 10. Weil warum nicht? Sound ist ziemlich subjektiv, aber ich glaube, bei diesem Motor ist es relativ eindeutig, dass es nicht der allzu beste Sound ist. Wenn man im Auto drin sitzt, hat man ein sehr starkes Reng-Deng-Deng-Geräusch hinter sich und der ganze Raum ist voll mit diesem Geräusch. Man muss wirklich schreien, wenn man dieses Auto fährt, bei nur 40 km/h. Deswegen, obwohl es sehr lustig ist, 2 Punkte im Sound. Tut mir leid, Gogo. Bei der Preis-Leistung wird das Auto wahrscheinlich auch nicht so gut abschneiden, denn für 7.000 bis 10.000 Euro für ein relativ gut erhaltenes Gogomobil kriegt man relativ wenig Auto. Deswegen würde ich sagen, nur eine 3 von 10. Wenn man alle Punkte zusammenzählt, erreicht das Gogomobil T250 eine Punktzahl von 44 von 100 möglichen Punkten. Damit steht es 4 Punkte unter meinem Alfa Romeo 147. Punktemäßig ist das Gogomobil wirklich ein Hit- oder Misswagen. Es hat entweder viele oder wenige Punkte in Kategorien. Das Gogomobil ist nicht das perfekte Auto, aber wir können uns alle darauf einigen, dass es von den Autos auf dieser Liste eines der süßesten sein wird. Wenn ihr sehen wollt, wie die Punkte bei Gina zustande kamen, dann schaut es euch hier an. Und wenn ihr sehen wollt, wie dieses Gogomobil in einem anderen Auto transportiert wurde, dann klickt hier. Wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn ich wieder nach dem perfekten Auto suche. Ciao!